Islams. Der Dschihad al-Hussein kam der Herbst des Islams. Mit der Verborgenheit Imam Mahdis kam der Winter des Islams. Und wir hoffen alle auf den Frühling des Islams. Und wir alle sind Teil der Rosen des Frühlings. Während wir den Winter, den kalten Winter, wir die Rosen durchbrechen das Eis, sodass Safinat al-Najat, Safinat al-Bayt, Safinat Imam Mahdi auf das hohe vereiste Meer halten kann. Es darf keiner in den Raum rein, die Voraussetzung, es darf keiner in den Raum betreten, bevor nicht jemand vor ihm schon da war. Aber da der Raum leer ist und niemand ihn betreten kann, kann auch niemand reingehen. Deswegen muss man darauf mit dem Kopf überlegen, ach so, es gibt also jemanden, auf den diese Regeln überhaupt gar nicht, zutrifft, der dann die Tür aufmacht für den Ersten, dass er reinkommen kann, weil schon vor. Hinter den Kulissen von Shabab al-Rishad wieder. Hinter den Kulissen, die sind alle Leute. Wie lief's? War's ganz gut? War gut, ja. Haben Sie einen Kredit? Machst du das? Hinter den Kulissen von Shabab al-Rishad. Was willst du zum Frühstück? Alles gut? Bestimmt, meine Hirsch. Der Koran al-Karim wurde mit Trauer herabgesandt, so treten wir auch mit Trauer hervor. Aber bloß überlegt einfach nur mal, was unsere Imame, sallallahu alaihi wa gemacht haben. Sie haben ihr ganzes, sie haben wahrhaftig den Islam gelebt und geliebt. Sie haben den Islam, sobald sie aufgestanden sind, ihr Atmen war Islam. Und alles, was sie gemacht haben. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, inna Allah yuhibbul tawwabin. Allah subhanahu wa ta'ala liebt diejenigen, die weit sein. Allah subhanahu wa ta'ala will, dass wir bei ihm sein. Allah subhanahu wa ta'ala will, dass wir zu ihm zurückkehren. Weil Tauba ist nichts als diese Ungehorsamkeit gegenüber Allah. Ändert in was? In Gehorsamkeit. Wenn ich war ungehorsam, jetzt bin ich gehorsam. Und dann wirst du auch diese Liebe spüren mit Allah subhanahu wa ta'ala. Weil wenn Allah sagt, ich liebe Allah subhanahu wa ta'ala, sagt in Allah yuhib. Und Imam Jafar sagt, dass unser Tauba verhabbar war. Und dieser Satz, Allah subhanahu wa ta'ala liebt denjenigen, der Tauba gemacht hat, der ist nicht leicht einfach auf die Schulter zu nehmen, kann man nicht in einem Satz sagen, was es bedeutet, wenn Allah einen liebt.
Mach bitte einmal eure Handys auf Lautlos. Hab ich vergessen, am Anfang zu sagen. Ich hab extra ein neues Klingelton. Der soll nicht dran. Später zeig dir. Wir sind nun in einer Zeit, in der wir unseren 12. Imam, Imam al-Mahdi, al-Mahdi, unsere Treue schwören, damit er niemals das sagen muss, was Imam Hussein sagte, bevor er dich schafft. Deswegen vergisst eure Pflicht nicht, einmal täglich einen Gruß an unseren geliebten, verborgenen Imam zu widmen. Deswegen sagen wir einmal, Assalamu alaika ya sahib al-Zaman. Assalamu alaika ya sahib al-Zaman. Ich habe in mehrere Gemeinden in Berlin Vortrag gehalten. Und diese Gemeinde hat eine Besonderheit. Und was für mich sehr, sehr wichtig ist, ist, dass fast alle Leute, die hier teilnehmen, sind junge Frauen und Männer. Und es ist sehr, sehr schön. Muhammad. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. الشعر يعجز والشعراء والكرم والعرب أجمع والأطراق والعجم في وصف من خلق السماء لأجله والأرض والأرض لولاه لا كانت ولا النجوم. So, die Nummer 38. Ja, die Nummer 38. Was haben wir? Das 38. Ich kann nicht lesen. Ja, das ist das. Der Koran am jüngsten Tag Fürsprache halten wird, so wird diese angenommen. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Ich wollte doch nur etwas Wasser zum Trinken, bitte.
konnte einige der Menge Yazids flossen Tränen. Auch vor Schmerz will man das Nächste, was kommt, erst gar nicht erwähnen. Wenn der Mensch diesen Prozess macht, also er lebt seinen Verstand. Also er unterscheidet zwischen Gut und Böse und handelt danach. Also er weiß, dass Allah nach Ansichten bestraft und dass er nicht nach Wut handelt, nicht nach Trieben, sondern nach Vernunft. Was ist jetzt die Wahrheit? Ist die Wahrheit, dass ich, wenn ich zum Beispiel einer kritisiert mich jetzt, also das und das war falsch. Dann, weil er mich kritisiert, sage ich, fange ich an, ihn falsch zu machen. Wer bist du denn? Wie kannst du mich denn kritisieren? Das ist Handeln nach meinem Ich. Ich will nicht zeigen, dass ich Fehler habe. Wenn ich aber nach meinem Akel handle, dann sehe ich, okay, was er sagt, ist wahr. Okay, danke, dass du mir das gesagt hast. Ich nehme es an, wenn es wahr ist. Riba ist, wie Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sagt, Dhikru akhaak bima huwa fi, bima yu'tabaru naqsan wa aiban. Er sagt, dass Riba ist erst Riba, wenn du deinen Bruder erwähnst, weil Dhikr ist nicht Kaul. Kaul ist Sprechen. Dhikr ist noch viel größer als Kaul. Er sagt, Dhikru Akhar, wie Mahua Fi, also deinen Bruder erwähnen, in einer Sache, die in ihm zutrifft, was als Haib angesehen wird, also was als ein Schämnis angesehen wird, oder was als Nuksan, was als ein
ist bestimmt deine Musik, was? Ja, natürlich. Sag schon mal, was ist denn? Gefällt die Musik nicht? Ich mach sie lauter. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم. Genau wie dem edlen Propheten befehlen wurde, den heiligen Koran zu lesen, wird uns Bruder Ahmad inshallah den heiligen Koran vorrezitieren. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَلَوْلَا فَاطِمَا لَمَا خَلَقْتُكُمَا. Und wenn Fatima nicht wäre, so hätte ich euch beide nicht erschaffen. Und hier stellen wir uns natürlich die gleiche Frage. Bedeutet dieses Fatima vorzüglicher und besser als der Prophet und als Imam Ali a.s. ist? Die Antwort lautet natürlich nein, aber in dem Fall gilt hier das ähnliche Prinzip, nämlich, dass Fatima a.s. als Bindeglied gilt zwischen dem Prophetentum und der Wilaya. Wenn der Prophet sallallahu alaihi wa alihi wasallam sagte zu Khadija, oh Khadija, da ist der Jibril alaihi salam, welcher mir verkündet hat, dass unser Kind weiblich ist und dass Allah, der Erhabene, meiner Nachkommenschaft aus ihr hervorbringen wird. Allah wird aus ihrer Nachkommenschaft Führer erwählen. Damit sind die Imame alaihi salam gemeint. Und sie als Statthalter auf der Erde einsetzen, sobald seine Offenbarung beendet ist, sobald ich nicht mehr am Leben bin. Das bedeutet, dass es keinen anderen Weg außer durch Fatima a.s. gibt
um diese Siegel zu verschmelzen, ineinander zu bringen. Prüft Gott jetzt diese Lösung von mir oder was prüft Gott? Mit Leid prüft Gott nicht unsere Fähigkeit, dieses Problem zu lösen. Mit Leid und Problemen prüft Gott unser Weltbild, unsere Lebensphilosophie, unsere Hoffnung zu Gott, unser Vertrauen auf Gott. Das prüft Gott. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. صدق الله العلي العظيم. الله سبحانه وتعالى sagt im Heiligen Koran Karim: Wir werden ihnen unsere Zeichen in allen Horizonten, also überall, und in ihnen selbst zeigen, damit ihnen klar wird, dass das die Wahrheit ist. Beglückwünsche ich den Zweitplatzierten und den Drittplatzierten, dass sie, klar, na, der gehört zu uns noch, aber na klar wurden wir erst, das war vornherein klar. Aber es ist noch mit, dass da alles schon drauf aufgebaut war, dass ihr Meister werdet oder was? Das ist genug für mich, ja? Nee, es geht hier alles mit rechten Dingen. Da kann ich kein Interview mit mir machen. Ich fand die Technik von Marwan sehr beeindruckend. Also ich nicht. Ich auch nicht. Marwan, deine Technik lässt zu wünschen übrig. Marwan ist hier nicht da. Ich weiß, das wird er. Das wird er aber sehen. Inshallah nicht. sagt in seiner Abschlussrede: Ich hinterlasse euch zwei schwergewichtige Dinge, die sich niemals trennen werden, bis sie bei mir angekommen sind am Teich Al-Kawthar sozusagen. Das eine ist der Koran und das andere ist der Ahlul Bayt a.s. Wenn wir die Ahlul Bayt a.s. gedenken, dann dürfen wir den Koran nicht vergessen. Deswegen bitten wir unseren Bruder Ahmad nach vorne. Bismillahirrahmanirrahim. Yeah.
7-8 Kilometer durch die Stadt zählt es nicht, da musst du schon den gleichen Weg zurücknehmen, so dass du die komplette 44 oder 45, auch hier gelernt hat eigentlich. Manche sagen 22,5, manche sagen nur 22. Ja? Aber die meisten sagen 22,5, also dass man die 45 Kilometer einhält. Und habt Gottesfurcht. Das heißt, wenn ihr in eine Situation kommt, wo ihr in eine Sünde kommt, stopp. Hier gehe ich nicht weiter. Geht diese Frau auf den Kaffee. Obwohl sie im Flugzeug hätte leben können. Stopp. Alles soll passieren, aber das mache ich nicht. Und dann sagt der Koran, wenn ihr sowas macht, warum muss ihr wohnen? Bezüglich dem Gebet sagt Allah subhanahu wa ta'ala im Koran, wahrlich das Gebet, also tanhi an al-fahsha'i wal-munkar. Also das wehrt dich ab von allem Schlechten. Wenn wir immer dem Tod gedenken, dann führt das dazu, dass wir unser Leben immer wieder überdenken. Immer wieder darauf achten, was wir tun, wie wir unser Leben beschreiten. Denn wenn wir uns immer an den Tod erinnern, wissen wir, dass dieses Leben irgendwann ein Ende findet. Und wenn dieses Ende dann da ist, werden wir mit diesen Taten konfrontiert. Deswegen heißt es in den Überlieferungen nicht nur, lernt die Sachen über den Tod, sondern erinnert euch ständig an den Tod. Die Liebe und der Hass sind zwei Themen, die wir oftmals in der Gesellschaft finden. Wir finden sie zu Hause, wir finden sie in der Schule. Wir finden sie zwischen verschiedenen Menschen, zwischen Geschwistern und Brüdern und Schwestern, finden wir immer diese Themen. Der eine hasst und der eine liebt. Oftmals sagt man, dass Liebe und Hass Gegensätze sind. Weil wenn ich einen Menschen hasse, dann liebe ich ihn nicht. Und wenn ich einen Menschen liebe, hasse ich ihn nicht. Dabei muss man sozusagen in dieser Sache, dass Liebe und Hass Gegensätze sind, muss man nochmal genau nachschlagen und nachforschen. Wenn ihr den Newsletter bekommen habt, habt ihr das schon gelesen, was ich jetzt sage. Es wird gesagt, wenn der Prophet sallallahu alaihi wa alihi wa sallam einen seiner Freunde 3 Tage lang vermisste, fragte er nach diesem. Was ich jetzt sage ist, sei besser als der andere. Sag nicht, er hat sich nicht gemeldet, ich habe mich nicht gemeldet. Sag, ich will wie Rasulullah sein. Wenn der Prophet sallallahu alaihi wa alihi wa sallam einen seiner Freunde 3 Tage lang vermisste, fragte er nach diesem. Wenn dieser abwesend war, betete er für ihn. Wenn er anwesend war, besuchte er ihn, und wenn er krank war, besuchte er ihn erneut. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wir werden die Gläubigen, wahrlich, wir werden die Gläubigen prüfen an Hunger und Durst und Gesundheit und Armut. Und verkünde die frohe Botschaft an den Geduldigen. Welche Geduldigen? Die Geduldigen, die sagen, wir gehören Allah und zu ihm kehren wir zurück. Was hat Imam Hussein a.s. gesagt, als der Pfeil in seine Brust eingetroffen ist? Er hat gesagt, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Der Prophet wurde nicht zwangsverheiratet. Der Prophet hat nicht irgendwie jemanden dazu beauftragt, eine Heirat zu arrangieren. Es war eine Romanze zwischen diesen beiden. Die Ehe, die dort stattgefunden hat, davon können heutzutage aus unseren kulturellen Kreisen viele nur träumen. Er war unüblicherweise, wie die Araber damals waren, er war liebevoll und zärtlich zu seiner Frau, zu seinen Kindern, zu seinen Enkelkindern. Und dort gibt es ebenfalls keinen einzigen historischen Beweis, dass er jemals eine Frau geschlagen hätte. Er hat niemals ein Kind geschlagen, er hat niemals ein Enkelkind geschlagen, noch mehr. Im Gebet kommen zum Beispiel die Kinder und spielen unter Rücken. Und für ihn ist das ganz normal. Damit wir die verehrte Exzellenz, Ali Rizal Shahatar, nicht mehr noch länger warten lassen,
bitten ihn nur nach vorne, damit wir von seinem Wissen und seiner Erfahrung profitieren dürfen und können. Mit einem Salawat ala Muhammad wa ala Muhammad. Assalamu alaikum, Bruder Ahmad. Wir sind gerade am 40 nach dem Ende des Programms. Ja, was ist los? Bei den Brüdern, mashallah, kaum Dreck, nur eine Flasche da. Und bei den Frauen, alle Ejeron, die haben sich ganz Mühe gegeben. Und wir sehen, die haben nicht hinter sich aufgeräumt. Was geht, inshallah? Auch hinter den Kulissen kann man sagen, ne? Ach, genau. Ach. Ja, eine Liommel Hektik und nochmal. Ach, einfach. Ich wollte nur eine Statistik ansagen. Heute wurde der Rekord von 400 Leuten gebrochen. Was 400 Leuten? 200? Wir haben keine 400. Ja, ja, schon heute wurde der Rekord von 400 Leuten gebrochen. Das sind 400 Leute Gäste, ja. Ah, okay. Jetzt kommt der Beste. Dann brauchst du nicht hier, Kill. Ich hab Hunger. Shabab, ich hab Hunger. Marwan, ja, Artikel Afid. Und? Shabab, das ist noch viel mehr. Assalamu alaikum, Ahmad. Zauber der Kamera. Ich will nur dieses Kaftar-Stück essen. Was Kaftar? Wer soll ich das alleine essen? Egal. Soll ich Kaftar haben? Wallah. Ist egal, ist hier drauf. Ein enttäuschter Ali. Nehmen wir bitte. Asim Kasim. Ahlan, Kifa. Ja, okay, ich hab euch. Hassan, bring du rein, ich liebe dich. Ja, warte mal. Ja, du musst dich mal. Hallo. Ja, ein Hello oder Schön, im Gegensatz zu bei den Schwestern. Echt? Ja. Hallo. Sam, was sagt ihr? Ja, die können auch nicht, aber. Naja, fähig. Ja, die haben einen Abgeschirr. Was dir? Dir schon? Kameramann. Man, dich eine Dämon hinter dir. بس قلنا انت معي ضيعه انا من شبيه حبيبي من ضيعه خالي من عم صليم حضرنا الردود الحلو اللي عندنا هالحجه خلينا اياكم يا شباب الله يحفظك يا شو بتتكلم بس شو بيا شو خاصو بيا بيا ها 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 ماني فاضي ماني فاضي على الماني ماي فازر شو ماي فازر شو هي زيس كوخي ما شاء الله ساعتين يا شباب مرحبا انا بصورك شو مش طقاد انسى وانا مش ما نشوفش بس كثير حسن سيبه مش كيكاسي
الله يجبر ما ادري على الشباب حتى ياكلوا ولا غيره خلصوا السلام عليكم وعليكم السلام زين ماشي بالليتس توتا بس شو التوتا دي ايش فديش من خلص كارب هذا هي لا لا شوف مش انا غير شوف انا اكسبت ديش مش تم كمان لسه سيكا لا لا والله شكرا ايش بدنا في راس عشان كيف بنكون بس ما يطير زيد لي شو دينيك لو Olena, wir haben was Schönes aus Karbala für dich, oder? Ja, ja, aus Karbala. So, die Ala, Muhammad und Ali. Hubbe al-Hussein, Jannani. في شباب عم تعملوا باوزه؟ لا لا بدير يلا حيا حيا مستعم اسلوت في unserem Bruder bitte اللهم صل على محمد شوف شو عم يعملوا لكم هيك شو شباب بعدكم على امين بهال عليكم السلام ورحمة الله كمان كمان استفاد عمل يلا محمد عليكم السلام كنت seine Arbeit 3 Stunden zu spät okay Imam Sadiq sagte عليه السلام sagte ich habe Sadiq gesehen deswegen عليه السلام das ja er getrainiert Lass euch was zu sagen. Nein, nein, aber das ist unser Kameramann. Abu Turab. Warum fotografiert er jetzt, wenn wir privat reden? Diese Kamera ist einfach überall. Sag inshallah, Bruder. Inshallah. Inshallah. Nimmt er mich jetzt auf. Inshallah, nimmt er mich auf. Er wird das einbauen in Jubiläumsvideo, Outtakes.